Recht herzlich willkommen bei einem weiteren Webinar der Firma Rheinzink. Wir wollen uns heute mal ein klein wenig weiter mit der ausdehnungstechnischen Geschichte beschäftigen. Wie ihr seht, habe ich ein kleines Modell hier vorbereitet. Ihr habt ja von uns schon die verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten gesehen. Es gibt einmal den einfachen Querfalz mit Zusatzfalz, entweder den Zusatzfalz gelötet oder angekantet. Da hätten wir eine Dachneigung über 25 Grad. Und wenn wir jetzt in Flachbereich reingehen, unter 10 Grad käme der doppelte Querfalz zum Einsatz. Natürlich kann es auf der Baustelle schon mal passieren, dass die Dächer etwas länger sind. Ihr wisst ja, mit unseren Schiebehaftern können wir bis maximal 16 Meter am Stück decken. Wenn es länger wird, müssen wir dann eine sogenannte Gefällestufe einbauen. Und das habe ich hier am Modell vorbereitet. Ihr habt einmal die Möglichkeit, das Dach abzutreppen, sodass wir eben immer die gleiche Dachneigung einmal drin haben. Das funktioniert aber nicht immer. Mein längstes Dach, was ich mal hatte, das war 75 Meter von der Traufe bis zum First. Und da kann man sich schon vorstellen, 75 Meter am Stück kann man nicht mehr decken. Und da muss man irgendeine Gefällestufe, sprich so ein Aufschiebling einbauen. Das sieht man hier am Modell relativ schön. Wir haben hier im Prinzip den vorderen Bereich angehoben. Der untere Bereich wird dann entweder mit einem umgelegten Falz gestaltet. Da müsst ihr mindestens 6 cm in die Anschlusshöhe reinbringen. Wenn ihr einen Bündnerfalz, eine Quetschfalte machen wollt in dem unteren Bereich, dann braucht ihr mindestens 8 cm an Anschlusshöhe. So, wenn ich mit dem umgelegten Falz arbeite, dann muss ich natürlich ein Füllholz dahinter setzen, sodass ich den Falz erstmal einfalzen, umlegen, aufstellen kann. Dann wird dieses Holz eingearbeitet und dann geht es ganz normal weiter mit Vorstoßblech, Draufblech und dann würden die oberen Bahnen reingedeckt werden. So, jetzt sehen wir hier, dadurch, dass wir die Dachfläche angehoben haben, wird der Ortgang dann auch ein klein wenig breiter, sodass wir durchlaufend eine Ortgangblende bekommen. Wenn ich das Dach treppenförmig anheben würde, dann zieht sich das auch in den Ortgang rein, sodass der auch dann treppenförmig nach oben geht. In dem Fall haben wir hier wirklich eine durchgehende Blende, sodass im Prinzip der angehobene Bereich komplett versteckt ist. Hier sehen wir jetzt auch schön, wie sich die Bahn reinlegt. Also wir haben das richtig schön ausgerundet. Ihr müsst natürlich aufpassen bei flachen Dachneigungen. Wir haben ja jetzt hier 7 Grad Dachneigung, dass ihr die Mindestdachneigung von 3 Grad auch noch einhaltet. Und den Übergang also bitte nicht scharf gestalten, sondern wirklich richtig schön rund ausbilden. Das machen wir mit der Holzunterkonstruktion vorher. Und dann legt sich die Bahn auch richtig schön rein und kann dann dementsprechend auch arbeiten. Deswegen dürfen wir nicht vergessen, flach geneigter Bereich, Dichtungsband einzuarbeiten. Das kennt ihr auch schon. Das Dichtungsband wird dann auf den Unterfalz nach dem Befestigen der Schar mit den Haftern aufgeklebt. Und dann können wir die nächste Bahn drüber decken. Wir kleben das Dichtungsband bis eben 7 Grad Dachneigung rein. Alles, was darunter ist, bitte mit Dichtungsband ausbilden. Und wenn es dann steiler werden würde, dann können wir das Dichtungsband weglassen. In meinem Fall habe ich hier 7 Grad. Im vorderen Bereich habe ich das hochgezogen auf 3 Grad. Deswegen die ganze Sache mit Dichtungsband ausgebildet. So, wenn wir das Dichtungsband drauf haben, dann setzen wir einmal die Bahn drauf. Ihr seht, im vorderen Bereich habe ich auch zur Ausdehnung die sogenannte Abstandsschablone wieder drin. Im vorderen Bereich soll ja das Blech arbeiten. Das bedeutet, wir befestigen das nur im vorderen Bereich mit Schieberhaftern. Der Festhaftbereich sitzt dann irgendwo weiter oben, sodass das arbeiten kann. Ich fixiere das erstmal ein klein wenig mit einer Krippzange, sodass mir das nicht mehr abrutschen kann. Denkt bitte dran, wir haben zwischen den beiden Falzen auch Spiel. Also bitte die Krippzange nicht so ansetzen, dass wir uns das Falzspiel wegdrücken, sondern die Zange, wenn er damit arbeitet, so ansetzen, dass wir die oben drauf setzen, dass eben das Spiel dann wirklich noch
vorhanden ist. So, und dann können wir das dann langsam reindrücken, ein klein wenig vorgedrückt, und den Rest ziehen wir uns dann mit den Haften runter einmal. So nach und nach, so dass sich das schön reinlegt. So, und da sieht man jetzt schon, das geht problemlos mit Zink. Das zieht sich dann richtig schön nach unten. So, wenn wir das dann mit den Haftern befestigt haben, dann drücken wir die Hafter auch gleich zu, dass es nicht mehr aufschnappen kann. So, und dann hat sich das hier richtig schön reingezogen. Und dann würden wir als nächstes mit dem Faltschließer und dann am besten von oben nach unten mit dem Winkelfaltschließer den Falz zudrücken. Sodass das nach und nach reingezogen wird. Wenn es dann in den gekrümmten Bereich reingeht, dann können wir dann auch einen etwas schmaleren Faltschließer nehmen. Und das damit drücken, dann kriegen wir die Rundung noch ein klein wenig schöner hin. Aufpassen, dass auch alles sauber geschlossen ist. Und dann machen wir den Winkelfalz einmal komplett über alles drüber weg zu. So, noch mal einmal kontrolliert, ob es auch wirklich geschlossen ist. Den oberen Bereich auch noch zugemacht, dann war die Krippzange dran. So, und dann können wir mit dem Doppelfaltschließer die Bereiche schließen. Ich lege da immer eine Trennlage dazwischen. Das gibt dann auch weniger Abdrücke. So, in den leicht gerundeten Bereich könnte man auch wieder den kleineren Faltschließer nehmen. Aber das ist so wenig Rundung, das geht hier problemlos mit den großen Faltschließern. So, den vorderen Bereich lassen wir noch offen, da muss ich den Draufpunkt noch anschneiden. So, der Winkelfalz ist jetzt, besser gesagt, der Doppelfalz ist einmal komplett jetzt geschlossen. Und jetzt würden wir von dem Bereich Traufe nochmal in Angriff nehmen. Das bedeutet für uns, wir biegen den geschlossenen Winkelfalz einmal nach oben, ungefähr so 2 cm drüber weg, und würden dann unsere Rundung reinschneiden. Ihr kennt ja das Maß, wir gehen dann ca. 35 mm zurück für den gerundeten Bereich. Und dieses Maß, wie ihr ja schon wisst, haben wir hier auf unserer Abstandsschablone einmal vermerkt. Da schneide ich dann ca. 45 Grad von hinten zur Markierung hinein. Biege das nach oben und schneide dann meine Rundung rein, einmal grob vorgeschnitten
sauber nachgeschnitten und an der Stelle, wo wir uns umlegen später, maximal 1 mm stehen lassen. Und beim Oberfalz lassen wir über die gesamte Rundung und nach vorn raus auch 6 bis 8 mm einmal stehen. Einmal grob vorgeschnitten, sauber nachgeschnitten. Als nächstes wird der doppelte Bereich einmal oben leicht angekantet im gleichen Radius. Und mit einem Nylonhammer ausgeschweift. Aufgedrückt, andere Seite auch etwas flach gedrückt. Und dann lassen wir auf der Oberfaltseite 35 mm stehen und beim Unterfalz 30 mm. So, dann schneiden wir das einmal ab. Und würden das dann als nächsten Schritt mit dem Traufenkanter einmal ankanten. Von Hand unterstützt etwas zudrücken. Nochmal geschaut, ob es schön gerade ist. Etwas ausgerichtet. Und dann würden wir als nächstes den Traufenschließer nehmen, das andrücken. Und bevor wir das jetzt ganz zuklopfen, schneiden wir noch die kleine Ecke, die sich hier rausdrückt, einmal gerade weg. Schaleisen als Widerlager. Und den Rest drücken wir dann wieder mit dem Faltschließer einmal zu. So. Und da haben wir den Punkt eigentlich schon gelöst. Man sieht, wie sich das richtig schön reinlegt. Die Ausdehnung ist gewährleistet und wir haben auf dem Dach eben eine Trennung, sodass eben da nichts passieren kann. Zu dem Ortgang habe ich noch nichts weiter gesagt. Dadurch, dass wir die Ortgangblende durchlaufend gestalten wollen, müssen wir natürlich etwas höher die Aufkantung vorsehen, das dann zurückschneiden in den vorderen Bereich. Und wo wir jetzt über unsere Rundung rausfahren, habe ich jetzt hier zwei Falten reingeträgt. Entweder mit dem Pfanneneckkanter oder mit der Stimmkabel reingedreht, Falte zugeklopft, zurückgekantet und dann gibt das eine gleiche Fläche. So, und dann wie gehabt, Ortganggestaltung. Entweder ihr macht verzinktes Stahlblech als Halteblech drüber oder ein spezielles Profil, was nochmal eine Nase nach oben hat, dass wir dann die Schere einhängen können. Ihr könnt ganz normal Stehfalz daran machen, das wäre eine Möglichkeit.
lotrecht oder mitlaufen zum Ortgang. Aber natürlich kann man dann auch, gerade weil der Ortgang etwas breiter wird, seine Kreativität mit ins Spiel bringen. Vielleicht auf diese Art und Weise. Ich habe jetzt hier mal einen zweiteiligen Ortgang vorbereitet. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr für Vorschläge macht. Und ich wäre ganz dankbar, wenn ihr jetzt mal ein paar Lösungsansätze uns zeigen würdet. Und das wäre jetzt hier so ein gestalteter Ortgang. Natürlich wäre dann hier das Vorstoßblech noch drunter. Und dann hält die ganze Geschichte mit Haften befestigt, kann auch sich bewegen. Und dann haben wir hier mal eine Alternative zur Stehfalzdeckung. So, das soll es für heute gewesen sein. Es war ein relativ kurzes Webinar, aber ich denke mal, es wird sehr hilfreich gewesen sein für die Baustelle, gerade den Übergang einmal zu sehen oder vielleicht auch den Ortgang mal in einer anderen Art und Weise zu gestalten. Ich bin sehr gespannt, was von eurer Seite an Vorschlägen kommt. Bitte schreibt uns einfach an und ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal auch wieder zu. Bis demnächst.